herzlichen Dank. Danke sehr. Es gibt zwei extrem gute Nachrichten an dieser Stelle. Die erste ist, die Rush Hour ist überstanden. Ich gratuliere uns. Und die zweite ist, dass jetzt wieder die Boogie Soulmates komplett hier auf der Bühne erscheinen. Bitte begrüßen Sie uns mit uns zurück. Alicia Emmyberg! Was für eine schöne Autofahrt. Nochmal ein Applaus für Nils von der Leyen, bitte. Ja, ich glaube, ihr habt euch so ein kleines Päuschen verdient. Deshalb würde ich jetzt gerne einen etwas langsameren Titel singen. Und man hat ja in seinem Leben ganz, ganz viele Emotionen, die einen auch mal überraschen. Ja? Also es ist ja alleine an einem Tag so, dass man nicht den ganzen Tag fröhlich ist oder den ganzen Tag traurig ist, sondern es gibt einfach so viel, was wir erleben und fühlen in 24 Stunden. Manches verarbeitet man dann in den wildesten Träumen, wenn überhaupt. Und ja, ich würde behaupten, dass ich ein sehr fröhlicher Mensch bin. Und trotzdem ist es so, dass gerade die traurigen Titel mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber so ein bisschen Drama und Leidenschaft finde ich immer gut. Und es gibt einen Titel, wo ich behaupten würde, dass die Melodie schon erzählt, worum es geht. Und trotzdem gibt es eben eine kleine Geschichte dazu. Der Titel handelt von Reue und von Bedauern. Wenn man in seinem Leben einmal alles, was man hatte, auf eine Karte gesetzt hat und dann hinterher feststellt, dass man doch die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, ein emotionales Thema. Es kann auch mal ein bisschen lauter werden. Sie kennen das von zu Hause. Since I Fell for You. Bitteschön. Since I fell.
Since I fell for you.